Selbst wenn man mit Kunst nicht allzu viel am Hut hat, Vincent van Gogh dürfte wohl jedem ein Begriff sein. Und wenn nicht seiner Werke wegen, dann wegen der Geschichte um das abgeschnittene Ohr. Der niederländische Maler ist auch heute noch Vorbild für viele Künstler. Für einen Künstler aus Duisburg ist er jedoch viel mehr als das. Er war der wohl wichtigste Wegbereiter für die moderne Kunst, der niederländische Maler und Zeichner Vincent van Gogh. Mit Gemälden wie Sternennacht, den Sonnenblumen, seinen Selbstporträts oder der sagenumwobenen Geschichte um sein abgeschnittenes Ohr avancierte van Gogh zu einem der bekanntesten Maler aller Zeiten. Dabei erlebte van Gogh zu seinen Lebzeiten sehr wenig wirtschaftlichen Erfolg mit seinen Gemälden. Über 100 Jahre nach seinem Tod gehören seine Werke allerdings zu den teuersten der Welt. Auch heutzutage lassen sich nicht wenige Kunstschaffende von den Werken van Goghs inspirieren. Doch kaum ein Maler fühlt sich dem Niederländer so verbunden wie der Künstler und Komponist Wolfgang Müller. Seit mittlerweile 15 Jahren widmet sich der gebürtige Duisburger dem Gesamtwerk von Vincent van Gogh. So entstanden in den Jahren weit über 1000 Gemälde, die sich an den Bildern van Goghs orientieren. Jedoch stellt keines der Bilder eine Kopie dar. Jede Neuinterpretation lässt Müllers eigene Handschrift erkennen. Ja, seit ungefähr 15 Jahren widmet sich Wolfgang Müller also den Werken von Vincent van Gogh. Wir haben es gerade schon gehört, weit über 1000 Neuinterpretationen der Werke hat er selbst gemalt. Und was jetzt damit passieren soll, denn er steht kurz vor der Vollendung seines Vorhabens, das soll er uns heute selbst erzählen. Herzlich willkommen, Herr Müller. Hallo, guten Abend. Wir haben gerade schon ganz eindrucksvoll gesehen, wie Sie an großen, an kleinen Bildern arbeiten. Vincent van Gogh ist da Ihr Vorbild. Was fasziniert Sie so sehr an den Werken von ihm? Also zunächst mal muss ich sagen, wenn einer ein Seelenmaler ist und ein warmer Maler, der seine Motive warm, quasi seine Geschichte in Bildern und in Farben malt, dann ist es Vincent van Gogh, der, und ich finde in dieser heutigen kalten Zeit, muss ich ja sagen, ist für mich Vincent derjenige Maler, der die Seelenlandschaft eines Menschen am besten zum Ausdruck bringen kann. Und deswegen habe ich mich für diesen Maler, es ist eine Seelenverwandtschaft mit ihm. Sie fühlen sich zu ihm seelenverwandt. Ja. Was sehen Sie denn in den Bildern? Was sind denn diese Elemente, die seine Malerei wahr machen im Gegensatz zu anderen? Ich sehe die Leidenschaft, also quasi das erste Wort Leiden, dass die Menschen, die im 19. Jahrhundert wirklich gelitten haben, er ist ja auch bekannt als Bauernmaler, er ist fähig gewesen, wirklich das Leid der Menschen zu malen und auch die Seele in Bildern einzufangen. Und das fasziniert mich. Deswegen haben Sie sich entschlossen, alle Werke von ihm nachzumalen. Das sind wie viele genau? Eigentlich sind es 2200, wenn man die ganzen Zeichnungen betrachtet, aber es zählen 875 Bilder zum Hauptwerk. Und die gibt es jetzt alle auch schon aus Ihrem Pinsel, aus Ihrer Hand? Ja, ich habe ungefähr 620 fertige Ölbilder und ca. 450 Zeichnungen. Und es fehlen mir noch ungefähr 275 Ölbilder noch. Dann habe ich das Gesamtwerk geschafft, wofür ich ungefähr noch 2,5 Jahre brauche. Warum wollten Sie unbedingt dieses Werk dann auch nochmal als Neuinterpretation, wie Sie es auch selbst nennen, erstellen? Ich habe im Zuge der Zeit festgestellt, dass es, ich habe ja ein kleines Museum in Duisburg und wenn Menschen zu mir kommen, Schulklassen, stelle ich immer wieder fest, dass die Menschen höchstens 8 oder 9 Motive kennen. Es sind aber 870 Bilder und er hat so viele wundervolle, fantastische Bilder gemalt, wo ich der Meinung bin, dass ich die Menschen darüber mal informieren möchte, was er Großartiges noch geleistet hat. Wenn Sie selbst Hand anlegen und anfangen zu malen, dann möchten Sie ja auch, dass man irgendwo sieht, dass das Ihr Werk ist. Was sind da so Elemente, wo Sie, was ist Ihre Handschrift in den Bildern? Also erstmal hat er ja, sein Bruder Theo hat ja das gesamte Oeuvre von ihm finanziert. Und in Farbe ist ja gerade im 19. Jahrhundert erstmal in Tuben erfunden worden. Und infolgedessen hat er nur kleinere Bilder malen können, weil er eben kein Geld hatte, so größere Bilder zu malen. Und ich male die 6, 7, 8 Mal größer als er, weil ich finde, dass seine Motive so fantastisch sind, dass sie in diesen kleinen Formaten regelrecht eingefärbt sind. Und das ist alleine schon ein Grund für mich, die Farben sind brillanter und die Größe.
und natürlich auch selbst empfinden, wie, das ist ein Feeling, wenn man diese Motive, diese Konturen, die Art, das ist unbeschreiblich, das zu erklären, was da in mir passiert. Wie lange brauchen Sie für so ein großes Bild? Wir haben ja auch gerade eins gesehen, das war ja schon so mannshoch. Wie lange dauert das ungefähr? Ich male an 20 Bildern gleichzeitig, weil ich meistens immer zu viel Farbe auskippe und bevor die trocknet, muss ich dann eben das nächste. Und so geht das schon seit Jahren. Also das kann man so nicht sagen, weil es sind so verschiedene Trockenphasen, die ich einhalten muss. Und manchmal dauern sie 2 Wochen, mal 3 Wochen, mal komme ich nach einem halben Jahr erst an das Bild wieder dran und so weiter. Sie haben gerade gesagt, über 200 fehlen dann noch. Wie viel Zeit rechnen Sie sich dafür ein? Es kommt darauf an, wie groß ich die male und wie viel Geld für Ölfarben. Also natürlich so am Rande nur. Gut, wir sprechen gleich noch über Ihr Vorhaben, denn die Bilder, die sollen nicht nur in Ihrem Museum hier in Duisburg stehen, die wollen Sie auch noch in die weite Welt hinaustragen. Wie das funktionieren soll, darüber sprechen wir gleich. Jetzt blicken wir erst einmal kurz in unseren Termintipp. Wolfgang Müller hat sein Werk, die Werke von Vincent van Gogh, nachzumalen, fast beendet. Sie haben es gerade schon gesagt, ein paar über 200 fehlen noch. Das dauert aber anscheinend nicht mehr allzu lange. Dann wollen Sie, dass diese Werke auf Wanderschaft gehen. Wieso? Ja, erstmal möchte ich sagen, dass ich mein Gesamtwerk als Friedenssymbol verstehen möchte. Es soll eine Weltwanderausstellung werden und es soll eine Live-Performance oder Geschichte werden, damit die Menschen wieder an diese Wärme, die heutzutage eben fehlt, mal wieder erinnert werden, finde ich. Und genau, und dafür möchte ich gerne mit meiner Weltwanderausstellung starten. Also, dass die Werke, dass man nicht nach Amsterdam fahren muss, um da Werke von Vincent van Gogh zu sehen, sondern Sie wollen die Werke zu den Kindern, Leuten bringen, die vielleicht mit Kunst auch nicht so viel am Hut haben. Zumal die auf 5 Kontinente verteilt sind, ja. Genau, das ist mein Anliegen. Um die mal wieder an diese Schönheit, an diese Ästhetik heranführen, die Vincent uns geschenkt hat. Welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach Kunst noch in unserer heutigen Gesellschaft? Wie nehmen Sie das als Künstler selbst wahr? Leider bin ich so enttäuscht von der heutigen Zeit, weil ich finde, dass die Kunst so dermaßen wegrationalisiert werden, so dass ich finde, dass wir schon, ich für meinen Begriff, Angst haben muss und was die Zukunft unserer Kinder betrifft. Denn was hinterlassen wir denen, wenn wir einfach nur dieses in der Konkurrenzfähigkeit und in dem Statussymbol hingehen und die Wertigkeit der Kunst einfach brach liegen lassen, die für uns Menschen so wichtig sind. Also Sie wollen ein bisschen Kunst in die Welt hinaustragen. Was wäre Ihre Wunschvorstellung, wie das dann abläuft mit Ihren Werken? Also ich möchte gerne, es wird natürlich eine logistische Herausforderung werden, das zu stemmen, weil dafür braucht man ja schon eine ganze Menge. Aber man kann es ja auch auf mehreren Gebäuden verteilen. Man kann mit den Städten, den Kulturämtern der jeweiligen Städte kommunizieren und sprechen, wie man das handhaben muss. Man muss ja nicht, also das für diese Möglichkeit, die eine Stadt bietet, kann man es ja individuell zuschneiden. Wenn natürlich eine Stadt sagt, okay, wir haben so viel Kapazität, dass man das mal als Jahrhundertereignis, wie auch immer es ist, ein Jahrhundertereignis, ich schneide das individuell darauf zu, wie das Angebot ist oder das Interesse. Also Sie suchen jetzt Unterstützung und sind aber bereit, Ihr komplettes Werk, wo viel Arbeit, viel Geld auch drin steckt, auf Wanderschaft zu schicken und dass es auch nicht zurückkommt. Ja, letztendlich ist das ja natürlich, weil ich habe die Bilder und was soll ich sie jeden Tag bei mir ansehen? Ich habe ja eine Vision. Ich will ja teilen und mitteilen und dafür brauche ich natürlich Menschen, die mir dabei helfen, weil ich habe zwar den Schatz und ich habe die Schatzkarte, aber ich kann ihn nicht auch noch selber heben. Und ich brauche dafür Menschen, die vom Marketing, von der Werbung, von dem Anfassen, von wie man im Kulturbetrieb damit umgeht und reingeht und so weiter. Dazu brauche ich natürlich, das ist quasi so eine Art Aufruf, um mir zu helfen dabei. Wir haben Ihre E-Mail-Adresse eingeblendet, worüber man Sie erreichen kann, wenn man sich jetzt angesprochen fühlt und Ihren Traum, Ihr Lebenswerk da ein bisschen begleiten möchte. Wir sind gespannt, was daraus wird. Wir werden uns auch auf dem Laufenden halten. Herr Müller, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und danke, dass Sie heute hier waren. Dankeschön.